Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es dieses leckere Zucchini-Bulgur-Gericht und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Für das Zucchini-Bulgur-Gericht verwende ich eine große Zucchini, 150 Gramm Hackfleisch, eine Peperoni, eine Tomate, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, eingehäufte Esslöffel Bulgur, einen Esslöffel Tomatenmark, etwas Petersilie, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. Ich fange an, indem ich erstmal die Zwiebeln röste. Dafür nehme ich ein bisschen Olivenöl, so circa 2 bis 3 Esslöffel. Und da kommen die Zwiebeln rein. Dann kommt das Hackfleisch dazu. Und ein bisschen Salz und Pfeffer. Die geschnittene Peperoni und der Knoblauch. Tomaten. Und das Tomatenmark. Dann der eine Esslöffel Bulgur. Und die geschnittenen Zucchini. Das Ganze lösche ich ab mit etwas Wasser, so ca. 250-300 ml würde ich sagen. Ich habe jetzt erstmal 350 ml Wasser dazu getan. Und ich gucke mal im Laufe des Kochvorgangs, wie sich das so entwickelt. Gegebenenfalls kann ich dann noch ein bisschen mehr Wasser dazu tun. So, wenn das jetzt aufkocht, werde ich den Deckel zumachen und den Herd kleinschalten. Und dann wird es erstmal für eine Weile kochen, bis die Zucchini weiß sind. Das leckere Zucchini-Bulgur-Gericht ist jetzt fertig. Es hat genau 25 Minuten geköchelt bei mir auf der niedrigsten Stufe vom Herd. Und dann habe ich es auch noch mal 10 Minuten stehen lassen, damit der Bulgur richtig schön quellen kann. Jetzt kommt noch die klein gehackte Petersilie darauf. So, und jetzt kann ich es auch schon servieren. Ein leckeres, schnelles Essen mit Zucchini, mit Bulgur und mit Hackfleisch. Richtig lecker. Probiert dieses Rezept unbedingt mal aus. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.